Südkorea-Interview mit dem Ruben Ganthardt vom FC Schlüchtal. Ruben, wir stehen hier beim FC Schönau, haben 3-4 verloren. Ein dramatisches Schlussfinale hätte nicht ganz gereicht. Warum hätte es nicht gereicht? Sind wir Sport wach geworden? Ja, na, das kann man auch so nicht sagen. Wir waren da eigentlich immer gut dabei, haben gekämpft. Mhm. Die 4 Tore haben wir dann praktisch geschenkt. Mhm. Das war alle vermeidbar. Blöd von uns. Ja. Wir sind relativ früh in Rückstand gekommen, hast es 1-1 gemacht. Kannst du da zu dem Tor kurz was sagen? War ja ein sehr schönes Tor. Ja, wir haben uns dann gleich belohnt. Wir haben gut zusammengespielt. Mhm. Dörfling Elias hat es stark über außen gemacht. Und dann muss man einfach machen, gell? Das war doch nicht ganz so schwer. Gell? Ja, gut, jetzt sind wir trotz allem, trotz tollem Kampf, immer noch 0 Punkte auswärts. Sind wir jetzt brav auswärts, dass da immer noch die 0 steht als Aufsteiger? Erhöht wäre auf jeden Fall Punkte drin gewesen. Mhm. Und auswärts konnte auch noch. Konnte auch noch. Also um der FC Schlüchtal, ich habe euch gesehen, gebrennt, das war natürlich ein klasse Spiel. Aber ja, heute habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ihr müsstet einfach noch ein bisschen frecher werden, weil ich hätte sich auch wegen Respekt gehabt vom Tabellenführer. Ja, klar sind wir da mit Respekt hier, aber wir haben dann auch gezeigt, dass wir da mithalten können. Mhm. Gut, was meinst du, bist Neukofen, VfB Metteberg, was hast du dir vorgenommen im FC Schlüchtal? Also die Bezirksliga unter der Top 10. Das werden wir schon schaffen. Ja. Müsst ihr das schaffen mit eurem Zusammenhalt hauptsächlich, oder? Wir haben ja schon eine eingeschworene Truppe da. Wir sind eine super Truppe, das macht Spaß und das wird auch noch. Wir sind jetzt auch frisch in der Bezirksliga, noch nicht so viel Erfahrung. Ja. Aber das. Wie war es für dich persönlich? Ich meine, vom VfB Metteberg ist ja auch ein anderer Bezirk, Bezirk Schwarzwald. Bist du gut aufgenommen worden oder hättest du da vorher schon Verbindungen gegeben? Wie kam das? Ja, bei der Jugend schon. Bei Schlüchtal sind viele Kollegen dabei. Und ja. Gut, Ruben, dann wünschen wir dir und dem FC Schlüchtal eine gute Saison und noch ein paar so Spiele, nur mit einem besseren Ausgang wie heute, oder? Hoffen wir. Danke dir.